Moin Leute, ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Herzlich willkommen auf meinem Vlog-Channel. Ja, viele von euch, die haben immer viele Fragen. Dafür nutze ich jetzt diesen Vlog-Channel. Und heute mal ein ganz simpler kleiner Trick zum Thema Motivation. Denn jemand hat mich gefragt, ich weiß nicht, ob das Facebook, Instagram oder sowas war. Da hat mich jemand gefragt, Uwe, wie motivierst du dich, jeden Tag zum Training zu gehen? Zum Kung-Fu oder sei es Fitnesstraining? Bin gerade vom Fitnesstraining, deswegen bin ich heute auch mal ein bisschen leisure, ein bisschen gemütlicher drauf heute. Und ich habe da sogar eben ein Bild auf Instagram gepostet. Aber zurück zur Frage, Uwe, wie motivierst du dich? Ich verrate euch jetzt mal einen kleinen Tipp von vielen tausend Tipps, die es vielleicht noch sonst so gibt. Eine kleine Motivation ist zum Beispiel die Erinnerung, was man eigentlich wirklich will. Jeder Sportler oder Kampfkünstler, so wie ich, der täglich sein Training betreibt, muss natürlich auch irgendwann mal auf Nahrungsergänzungsmittel zugreifen. So ist das nun mal, wenn man wirklich viel dafür macht. Es ist keine Pflicht. Aber es ergänzt gewisse Dinge im Körper, so wie der Name es schon sagt. Und ich habe immer so eine kleine Box, wo ich zum Beispiel meine BCAAs und so reinpacke. Und ihr seht, die Box ist schwarz. Und sie war eigentlich auch mal komplett schwarz. Aber ich habe sie zum Beispiel mit sportlichen Marken, mit Kampfkunstsachen beklebt. Ich habe hier zum Beispiel verschiedene Kampfsportmarken, Fitnessmarken raufgeklebt. Einfach wild auf die Dose, ein bisschen zurechtgeschnitten und so. Dazu wollte ich noch gleich meine Kung-Fu-Schule mit draufkleben. Davon gibt es auch ein paar Aufkleber. Was ich euch sagen will mit den ganzen Aufklebern, das ist sozusagen eine Erinnerung. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Bock habe, zum Training zu gehen, ja, und trotzdem noch, okay, jetzt nehme ich mir meine BCA, schmeiße sie mir rein, vorm Training gar keinen Bock. Aber ich sehe jetzt auf der Dose die gewissen Sachen. Ich sehe hier gewisse Kampfsportmarken, Fitnessmarken und diese Aufkleber, ja. Ich muss jetzt nicht sagen, welche Marke, das ist ja scheißegal. Aber diese Aufkleber erinnern mich sozusagen, was ich eigentlich wirklich im Leben will, ja. Der eine will, was weiß ich, der beste Fitness-Typ Bodybuilder werden. So einer wie ich will in der Kampfkunst weit kommen, ja. Und das ist mal nur so ein ganz kleiner Tipp, sich selbst daran zu erinnern, was man eigentlich wirklich will. Versteht ihr, was ich meine? Einige hängen sich ein Bild an die Wand und oh, ich will genauso werden wie er, genauso werden wie er. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel für mich selbst ein paar Sticker auf meine Box geklebt, wo ich dann immer sehen kann, ey, das will ich doch eigentlich. Komm, okay, du hast zwar keine Lust, geh jetzt trotzdem hin, aber wenn ich beim Training bin, dann geht das schon, dann hat man wieder Bock. Und das muss man immer im Kopf behalten, ja? Man darf sich nicht von gewissen Dingen so beeinflussen lassen, von der Müdigkeit, von der Arbeit, ich kenne das alles. Ich habe Maler und Lackierer gelernt und ich weiß, wie das ist, jeden Tag auf dem Bau rumzuhören. Ich bin trotzdem mit meiner Trainingstasche zur Arbeit gegangen, ja, und danach zum Training, mit Malerklamotten, die auch beim Training, alle früher beim Kung-Fu, dann immer, Uwe, bist gerade von der Arbeit, habe ich gerade meine Lehre gemacht und so. Es war mir scheißegal, ich hatte sogar Staub in der ganzen Fresse, ja, und bin trotzdem zum Kung-Fu gegangen und dann, wenn ich immer diese Ausreden höre, ja, ich muss arbeiten und ich muss hier und ich muss da, ja, dann erwähne ich nicht, dass du aber auch gerne Sport machen würdest, weil anscheinend willst du es ja gar nicht. Das sind nur so diese Ausreden, die jeder verwendet, ja, ich muss hier und ich muss da. Wir alle müssen es, ja. Selbst Leute, die arbeitslos sind, erzählen mir, ja, ich habe aber keine Zeit, weil, ja komm, hör doch auf zu lügen, ja. Ob arbeitslos oder jemand, der Arbeit hat oder jemand, der selbstständig ist oder jemand, der eine Familie hat. Es ist immer irgendwo Zeit für einen selbst. Weil man macht ja nicht das Training für andere, sondern für einen selbst, weil ich mich wohlfühlen will, ja. Abnehmen will, Gelenke stärken, selbst an gewissen Dingen arbeiten, an seinen Körper, an die Kampfkunsttechnik, sei es nur der gerade Schlag oder sowas, ja, so gewisse Sachen halt. Die sind ja für einen selbst, ja, die mache ich nicht für jemand anders. Und dann kommen die selber mit Ausreden wie, ja, ich habe da ja keine Zeit. Klar hat man mal so, wie bei Paddy, bei meinem Cousin, der hat da irgendwie Spätschichten ohne Ende und Frühschichten, aber er teilt sich das ein, er macht sich einen Plan, okay, da und da will ich zum Sport, da habe ich Zeit, da muss ich nicht arbeiten, da ist das mit der Schicht, da funktioniert das. Jeder Mensch kann sich Zeit für etwas nehmen, was er eigentlich wirklich will. Ja, das mal so zum Thema, zu einer kleine Frage, ich weiß nicht mehr, Instagram, Facebook. Beim nächsten Mal mache ich das auch so, ich blende immer eure Fragen dann so ein. Könnt ihr eure Fragen reinschmeißen. Und viele haben mich von euch gefragt, Uwe, beantworte mal so eine Frage. Dafür nutze ich jetzt den Vlog-Channel, heißt ja Flying Uwe Vlog, dafür ist er da. Und bin mal gespannt, so, was noch so für Fragen kommen. Weil man kann so viel darüber reden, so viel drumherum philosophieren, das macht mir extrem Spaß. Und ich spreche dann auch aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich mache jetzt seit über 12 Jahren trainiere ich das Kung-Fu jeden verdammten Tag. Und zurzeit gibt es auch ganz ehrlich nichts anderes für mich, was wichtig ist. Natürlich, man hat Freundin und so weiter, ist natürlich auch wichtig. Aber für mich ganz oben so ist halt, das bin halt ich, die Kampfkunst, die gehört zu mir. Und bei einigen ist das sogar das getunte Auto, ja. Bei mir ist es halt die Kampfkunst. Und lasst uns darüber weitersprechen. Ihr wisst ja, Fragen, Facebook, Instagram, egal wo, knallt sie irgendwo rein. Ich lese übrigens alle Kommentare, das glauben viele gar nicht. Letztens auch ein Kumpel von mir vom Kung-Fu in der Schule von Den Heide bei Sifu Christian.
MC Jan Ole heißt er. Ich hatte mein Handy und habe mir bei meinem neuen Video, ist hier übrigens verlinkt, kann ich mal kurz machen, habe ich mir die Kommentare durchgelesen und er hat mich ernsthaft gefragt, sag mal, Uwe, du liest doch jetzt nicht wirklich jeden einzelnen Kommentar. Und ich sag, doch Digga, das mache ich. Ich lese die ganzen Kommentare, weil das interessiert mich natürlich, was die Leute dazu schreiben. Was kann man sogar verbessern, was finden sie gut oder was finden sie nicht gut. Natürlich gibt es auch viele komische Kommentare, weißt du, viele, gar nicht so viele, bei mir so Hater-Kommentare, ab und zu kommt man so ein kleiner Flatzer, aber das ist ja normal. Aber ich lese mir wirklich jeden Kommentar durch, das glauben mir viele nicht, weil ich habe ja über 130.000 Abonnenten, fast 10.000 Leute auf Instagram, 80.000, jetzt gerade 80.000 auf Facebook und ja, ich lese mir jeden Kommentar durch. Es ist machbar und es ist auch gar nicht so extrem viel. Man gewöhnt sich dran, man liest alles schnell durch, man entwickelt ein Auge dafür und was sind positive Kommentare, konstruktive Kritik und so weiter. So ist das. Ein guter Webvideomacher, so heißt das ja heutzutage, liest sich alles durch, alle Kommentare. Ja, das war zum Thema kleine Motivation. Nennen wir das die Erinnerungsmotivation. Denkt dran, hängt euch Bilder auf, klebt euch mit irgendwie mit einem Kampfkunstaufkleber, Fitnessaufkleber, irgendwas auf eure Trainingstasche oder was, dass ihr immer seht, ey, da will ich hin, das will ich machen, das bin ich, das darf ich nicht vergessen. Ich darf mich selber nicht vergessen, das ist wichtig. Denn wer sich selbst vergisst, und das tun ganz viele, glaubt mir mal, der ist dann irgendwann nicht mehr glücklich. Der lebt dann nur, um andere zu helfen oder, na, da kann man auch wieder breit rumbringen. Lass das später machen, das Thema. Heute war kleine Motivation, das war nur ein kleiner Tipp, ja, ein ganz kleiner Tipp. Dann bis zum nächsten Mal. Voll die Sprechstunde, ich finde das voll cool, ich mag das. So ein bisschen rumlabern mit meinen Jungs da, mit den Usern jetzt, finde ich gut, auf dem Vlog-Channel. So.